Mal kurz abchecken hier. Oh ja, und da ist es auch schon. Ah, es hat funktioniert. Genau, Endnutzervereinbarung, blibla blub. Kennt man ja. So, einen Augenblick. So. Ich spiele natürlich auch schwer. Was anderes will man denn sonst machen? Oh, Crossplay. Ja, aktivieren wir. Uff. So. Einen Augenblick. Ich will nur mal ganz kurz hier. Ich lese das sofort auch alles vor. Ich will hier nur mal ganz kurz abchecken. So. Das KS Edition BMW i8 Coupé wird auf Rebstufe 10 freigeschaltet. Glückwunsch zum Kauf der Need for Speed Heat Deluxe Edition. Du hast exklusiven Zugang zum KS Edition BMW i8 Coupé erhalten, das auf Rebstufe 10 in deiner Garage freigeschaltet wird. Die einzigartige Folie und das Bodykit dieses Wagens wurden von dem Concept Artist Faisal Salim entworfen. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja, und hier selber nochmal für den KS Mercedes C63 und die KS Chevrolet Corvette Grand Sport. Ja, da muss ich sagen, da geier ich ein bisschen drauf. Ja, 4 exklusive Outfits, 5%, ja, bliblablub. Blub, blub, I don't effing care. So, okay, offensichtlich hat das funktioniert, so wie ich das wollte. Und dann sind wir jetzt hier in Heat. Aber ich sehe schon irgendwie ganz viele Drop Frames. Ich habe ein bisschen Angst gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt sieht es gerade flüssig auch noch aus. Uiuiuiui, ob ich das streamen kann? Ich habe gerade. Ich lege gerade, habe ich so das Gefühl, ne? Kann das sein? Warte mal, muss ich mal ganz kurz gucken. Einen Augenblick, da will ich mal ganz kurz abchecken, ob das eventuell an meiner GPU liegt. Ich rendere ja über die Grafikkarte und ich habe das Gefühl, dass ich da eventuell gleich mal in den Einstellungen vielleicht ein bisschen runtergehen muss. 94%, 90% Auslastung. Einstellungen, ich gehe mal Grafik. Wow. Achso, ja. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen, mit dem Controller hier ist ein bisschen umzustellen. Grafikqualität hat er hier auf. Nein! Oh, da war ich natürlich wieder. Ich mach die mal gerade per se nicht auf Ultra, sondern auf Hoch. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Das sollte vielleicht meine GPU ein bisschen entlasten. Dann habe ich nicht so viele Drop Frames. Also ein bisschen Schiss habe ich da schon vor, wenn das hier so weitergeht. Und ich lagge tatsächlich gerade noch ziemlich krass. Lalalala. Wir checken das mal gerade ganz kurz ab, ob das sich vielleicht gleich legt. Ich verstehe aber auch nicht, warum meine Grafikkarte hier in dem Screen bei 100% liegt. Wir checken das mal ab. Und ansonsten muss ich die Einstellung halt nochmal tatsächlich ein klitzekleines bisschen runterfahren. Dann ist das halt einfach so. Ist dann zwar doof, aber ja. Wird schon klappen. Ja, und jetzt ist es wieder in Ordnung, weil jetzt habe ich gerade wieder einen Drop von den Dings. Weil jetzt geht die Grafikkarte auch wieder hoch. Wobei ich nicht verstehe, warum die bei 90% Auslastung nur irgendwie schon so rumstuttert. Das ist so. Mackiken. Und vor allem verstehe ich nicht, warum die hier im Loading Screen einfach schon wieder 80% Leistung frisst.
Ich möchte mal gerade entschuldigen, dass hier gerade Kanton ist. Lul. Oh. Das heißt gerade ein bisschen ungünstig. Zumindest wenn mir auch jetzt erst auffällt. Oh, lul. Einen Augenblick, ich gleich mal. Ja, danke. Boah. Mal ganz kurz in den Einstellungen hier. Audio, Dynamikumfang, Kopfhörer. So, warum zeigt mir OBS jetzt nicht allerdings an? So, muss ich mal tatsächlich wieder reingehen. So, Sound Settings. Haben sich jetzt meine Audiokabel zerschossen? Ey, ich... Wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dass ich meine Audiokabel zerschossen haben und ich die nochmal wieder neu installieren muss, dann raste ich hier gleich aus. Ne, okay, die scheinen noch da zu sein. Jetzt machen wir jetzt mein Main-Output. Hier gehe ich nochmal gerade bei Need for Speed Heat rein und sage ihm ganz direkt, dass er bitte Game nehmen soll. Da soll er ein Output wählen. Und hier... Ja, jetzt haben wir da auch Ton. Jetzt sagt das auch da ein bisschen Bescheid. So. Dann fortsetzen. Läuft's bei dir, Richie? Das Tempo was. Ist ganz schön heftig, Anna. Wir wussten, was uns erwartet. So. Hier geht's immerhin um die League. Na los, Jungs, wir schaffen das. Ich gehe gerade nochmal in die Einstellung rein. Denn, das sehe ich gerade, es ist ein bisschen zu laut. Gesamtlautstärke nehme ich mal ein bisschen runter. Ja, so. Kann ich das Spiel eigentlich... Ich glaube nicht, dass ich das auch auf Englisch stellen kann, ne? Nee, also ich kann es bestimmt auf Englisch stellen, wenn ich es halt... Oh Gott. Wenn ich es im Ding so einsetze... Ach ja, hier habe ich ja jetzt Nico. Ich kenne die Steuerung nicht so ganz auswendig. Das ist so... Lass mal so ein bisschen das Ding. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass das Spiel zu laut okay, ist. Wow. Wir kommen jetzt nach dachte einfach voll nicht drauf. So, Karte weil das Spiel kann... Fuck. Ich hab sie jetzt vor mir, mal sehen, was sie drauf haben. Bisschen ungünstig gerade. Achso, ja. Ah. Ja, das kommt davon, wenn man nebenher noch streamt und nicht drauf achtet, Shit, sondern auf alles andere achtet. Oh, ich mach die Audio aber trotzdem nochmal gerade einen kleinen Tucken leiser. Ja, notfalls so. Und dann regel ich notfalls bei mir nämlich einfach ein bisschen höher. Möchte ich speichern, so. So. Okay, ich stelle jetzt nochmal wieder ein, zwei. Ja, ich merke, ich hätte es vorher einstellen sollen, aber ich mache das jetzt hier live mit euch. So. 50%, das dürften dann 60% sein. Wetten, ich habe es jetzt wieder genau auf dieselbe Lautstärke gestellt wie vorher. Ich habe das Gefühl. Jo. Ja, ich stelle es gerade nochmal tatsächlich eine Stufe leiser. So, dann haben wir es aber auch gleich hoffentlich endlich geschafft. So. Er gibt nicht auf, oh. Anna. Wir auch nicht. Ja, du hast gut reden. Zack, dann fahren wir jetzt lang. Was zum okay, Teufel? Top, das ist eine Lautstärke, die, mit der ich ist leben kann auf dem Stream. So, in meinem Monitoring höre ich mich auch. Das hier ist Shaw. Er fährt jetzt hier weiterhin schön geradeaus. Er macht doch alles kaputt. Das ist total gut. Tschüss. So, zack und rüber. Ich hätte X drücken sollen, ne? Oh ja, ich kenne die Handbremse noch nicht so ganz. Also wie gesagt, ich kenne die Steuerung noch nicht so 100% so, wie sie sein sollte. Oh, das ist ungünstig. Das ist ungünstig gewesen. Null. Scheiße.
Ey, ich schwöre, ich habe das Rennen mal irgendwann besser abgeschlossen. I swear. So. Zack. Hier geben wir jetzt mal ein bisschen Gas. Oh Gott. Das kommt auch, wenn man nicht drauf achtet, aber scheint... Oh, ich habe die Festcam voll vergessen. Aber scheint hier noch alles in Ordnung zu sein. Auch von den Frames her. Das gefällt mir nämlich auch deutlich besser. Zack. Beendet. Easy. Auch wenn ich das total scheiße beendet habe. Also ich bin echt nicht zufrieden mit der Leistung. Das ist auch keine Glanzleistung. Shit, der Kopf ist noch an mir dran. Anna, ich bin auf der Brücke. Dieser Kopf versucht mich von... Was hast du getan? Mann, das war so ein geiler Wagen! Der Wagen ist weg! Ja, wegen ihm! Nein, Shaw, das geht auf dich! Du wirst dir wünschen, nicht überlebt zu haben. Sowas überlebt keiner. Was macht ihr denn hier? Zeigen, wer der Boss ist, Shaw. Warte, stopp! Hey, er sagte... Hier sind überall Kameras! Lass es! So arbeiten wir jetzt also? Diese Crews müssen's lernen. Wer meine Einheit lächerlich machen will, wird dafür bezahlen. Frank, du weißt, das ist falsch. Eine Botschaft funktioniert nur, wenn du auch einen Boten hast. Du verlässt die Stadt. Wenn wir dich oder einen aus deiner Crew nochmal hier sehen, dann endet ihr wie diese Karre. Kapiert? Steh auf. Erzähl's deinen Freunden. Was für miese Arschlöcher. Also ich sag's ganz ehrlich, was für miese Arschlöcher. Das ist ja mal so ekelhaft, Alter. Boah. Hey, was ist passiert, Bro? Wo ist dein Wagen? Hey. Mir reicht's, Anna. Ich bin raus. Ich gehe zurück nach Ventura und Richie nehme ich mit. Aber wir sind eine Crew. Das waren wir. Jetzt nicht mehr. Was? Willst du jetzt nach Ventura laufen? Yep. Du bist auf dich allein gestellt. Need for Speed. Heat. Wagen. Wer das? Oh hey, gib mir eine Sekunde. Komm rein. Bitte auch ran, Entschuldigung. So, Sekunde ist vorüber. Entschuldigung. Ja, wieder muss ich das einfach mal machen. Ich check die Räder. Das klingt nach einem Lager. So, heute schaffe ich es nicht mehr. Und jetzt der nächste Teil unseres Interviews mit Lieutenant Frank Mercer. Ja, okay. Dem Mann, der dafür verantwortlich ist, die Stadt von dem immer größer werdenden Problem der illegalen Straßenrennen zu befreien. Wissen Sie, so wichtig die Verbrechensbekämpfung auch ist, und wir kämpfen, keine Frage. Doch in unserem Job geht es um mehr.
Es geht um den Kontakt mit Ihnen da draußen. Wir hören uns Ihre Geschichten und auch Ihre Sorgen an. So erschaffen wir eine bessere Gesellschaft. So erschaffen wir für Sie eine sichere... Sorry, früh am Morgen höre ich mir nicht gern so eine Scheiße an. Alter, ich hasse es, das zu sagen, aber wenn du einen Wagen willst, brauche ich deinen Ausweis. Die Cops bestehen drauf. So, hier können wir uns jetzt also einen Charakter aussuchen. Und ich glaube, ich nehme ihn hier. Ich habe ihn nämlich auch schon mal ausgewählt. Ich glaube, der passt auch durchaus ganz gut zu mir. Also hat genau dieselbe hässliche Hackfresse wie ich. Keine Ahnung, ich nehme ihn jetzt einfach. Dann nehmen wir den Dude. Bist nicht aus der Stadt, hm? Der meinst du doch das erste Mal. Wie kann ich helfen? Man sagt, deine Karren hätten was drauf. Allerdings. Geht's um den Showdown? Ja, ich bin echt heiß auf die Rennen. Okay. Ehrlich gesagt, in den letzten Tagen war die Nachfrage echt riesig, deshalb ist gerade leerer, aber die hier sind noch übrig. Sie sind nicht überragend, aber echt gut. Sieh sie dir an. Vielleicht gefällt dir ja einer. Also ich weiß auch schon ganz genau eigentlich, welchen ich haben will. Das hier ist der Wagen von seinem Vater, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Natürlich geil, mit dem starten zu können, aber der ist unverkäuflich. Und ich bin weder ein Fan von dem Nissan noch ein Fan von dem BMW, wobei der Nissan, der geht halt eher Richtung Drift. Der BMW ist eher so wirklich Straße. Und der Ford ist so Richtung Rennstraße, so in die Richtung. Das sieht man da unten halt an den kleinen Dingern. Der hat ja eine Tuning-Bewertung von 10 out of 10, also... Der lässt sich wohl offensichtlich ziemlich gut tunen und die haben halt nur eine von 6 out of 10. Also wahrscheinlich würden wir am besten mit dem Nissan laufen. Muss ich mal gerade rüber gucken. Aber ne, die Drop-Frames gehen weiterhin runter. Es scheint tatsächlich so zu sein, als wenn das nicht so das große Drama gerade sei. Ich hoffe nicht, dass das so sehr laggt. Es wäre schade, aber ansonsten ist es halt einfach so. Also mit dem werden wir wahrscheinlich zukunftssicherer unterwegs, weil wir da wahrscheinlich besser... Also ich weiß es nicht, was die Tuning-Bewertung angeht, habe ich mich echt nicht mit beschäftigt, aber ich schätze mal, da würden wir bessere Tuning-Teile bekommen. Nichtsdestotrotz, ich finde den 65er Ford Mustang, es tut mir halt echt leid, aber das ist mein Auto. Das ist ein Auto, was ich auch als solches bezeichnen würde. Bin gespannt, wie er sich fährt. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown, kann dir ein paar Rennen klar machen und auch gleich überprüfen, ob der Wagen so läuft, wie er soll. Was sagst du? Klingt gut. Ja, und trotz hoher Einstellung habe ich 90% Grafikkartenauslastung. Jetzt. Dir stehen mehrere Rennen zur Auswahl. In Downtown gibt es vor allem langgezogene Kurven. In Edenshaws viele Enge. Such dir ein Rennen aus und leg auf der Karte eine Route fest. Ich glaube, das bin ich das letzte Mal gefahren. Das fand ich gar nicht mal so verkehrt. Da fahren wir jetzt auch hin. So. Nicht langsam an. Bring den Wagen einfach in einem Stück an den Start. Ja, das ist doch schaffbar. Ah, das kriegt man doch hin. So, und ich finde, der Mustang, der fährt sich richtig schön. Nein, mein Vater war einer. Roberto Rivera, Mr. Clean. Er hat den gelben 67er Camaro selbst wieder aufgebaut und ist damit zum Champion geworden. Von ihm habe ich die Werkstatt. Er war offenbar gut. Ja, ich denke, das war er. Der Showdown ist eine Riesensache. Er ist auf jeden Fall gut fürs Geschäft. Und als Racer kann man eine Menge Geld verdienen. Das könnte ich gerade gut gebrauchen. Genau wie jeder andere in der Stadt. Wenn man mit 190 durch die Stadt fährt... Oh. Ja gut, da habe ich halt eine Mauer mitgenommen. Mein Gott. Moin. Ja, aber es geht ja gar nicht mehr rum. Blue. So. Gehen wir einfach mal in die Karre rum. Ach, ich liebe das einfach.